Ich wünsche euch einen frohen Sonntag. Jetzt geht's auf zum Quonka-Grillen. Also für mich ist das Quonka-Grillen, für die anderen ist es eine ganz legitime Freizeitbeschäftigung unter Freunden. Aber meine Mission ist halt immer noch, die Leute dann auf Quonka zu belästigen. Deswegen interessiert mich das alles gar nicht so. Ich habe zwar auch so meine Buletten mit und so, aber die Hauptpriorität ist auf jeden Fall Quonka. Massenzucht der Fisch. Nein, Alter, Pissknitte! Da hört's auf! Mein Avocado! Ja, wir müssen hier noch auf ein paar Leute warten. Deswegen fangen wir jetzt schon an. Eigentlich wollte ich erst an der Elbe starten, aber ist auch egal. Erst tut Lindgren. Was ist mit der? Gute Frau. Wieso? Astrid Lindgren. Hm. Ich habe nur Schlechtes über die gehört. Alter. Ja, die Aufnahme beginnt das jetzt. Ich habe nur erzählt, warum ich so aussehe. Ich habe so die Gelbsucht. Achso. Mit dem Versagen. Ja. Junge, die Leute gehen einfach nie ran. Ich. Was? Schwanzlott? Nee, wir melden uns wegen ihrer Quonka-Anzeige, dem Zickenfleisch. Ja? Ja, also er hat wirklich Zickenfleisch. Naja, wir wollen gerade eine Grill-Session veranstalten und wir wollten mal, ich weiß nicht, also ich würde das Gespräch nicht, ich habe jetzt dir überlassen. Wie wieder? Oh, na, Junge, ich glaube, der mochte mich nicht. Naja, egal. Ja? Ja, schönen guten Quonka. Ja, hallo, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige. Hallo? Ja? Ja, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige, Friseurin, die ins Haus kommt. Ja. Ja. Haben Sie mich schon mal angerufen? Ja, das ist mir gerade auch eingefallen, das war letzte Woche zum Muttertag, ne? Ja, Sie haben doch schon mal angerufen, ich höre das an der Stimme. Ja, ich glaube, dass, ja, das ist mir erst jetzt aufgefallen, das war letzte Woche zum Muttertag, oder? Ja. Hm, naja, wie sieht's denn jetzt aus? Also ich habe ja auch diesmal Kumpels mit dabei, die sich da dem Friseurbesuch anschließen würden. Aber die sind alle noch schwer geschädigt vom viel zu enormen Alkoholkonsum des Männertags. Deswegen würden wir uns auf jeden Fall erstmal freuen, wenn Sie für uns alle Kaffee bereitstellen. Ja, nee, ich habe schon jemanden inzwischen. Sie haben schon jemanden, Ihre Anzeige ist immer noch inseriert, weshalb ich auf die Idee gekommen bin, einfach nochmal anzurufen, obwohl mir das tatsächlich erst während des Gesprächs aufgefallen ist. Und das löschen, alles klar? Können Sie das bitte jetzt löschen? Meine gesamte Playlist befindet sich auf BeatShoot. Das sagt also, wie gesagt, das hat sich erledigt, ich lösche das jetzt. Ne? Ja, Sie müssen das aber augenblicklich löschen, sonst werden wir wieder anrufen. Ja, sonst werden Sie wieder anrufen? Na, selbstverständlich. Wir sind schließlich Friseure. Ich werde das überprüfen. Alter, ich wollte eigentlich eine weitere Quokka Telefonie aufnehmen, aber das Gerät ist überhitzt, deswegen. Dünches Party oder Kaviar-Spiele als nächstes? Kaviar-Spiele. Ich reibe mein Glied in Code. Kaviar-Spiele, ich reibe mein Glied in Code. Das ist so geil. Geil, endlich die perfekte Sommermusik. Ja, Mann. Deine Fresse, Kaviar-Spiele, ich reibe mein Glied in Code, diesen Geschmack. Bist du so schnell nicht mehr vergessen? Kaviar-Spiele, ich reibe mein Glied in Code. Alter. Ja, ich bin pervers und stehe auch dazu. Gehe verdammt täglich in den nächsten Zoo. Die Zoophilie
ist meine Vorliebe. My dick is in love with pain. Koala torture. Stuff my dick into a furnace. Stitch my cock shut. Pressure cook my greasy balls. Max, come blast me. Du musst tanzen. And make it snappy. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, in dem der Max einfach nur noch Affengeräusche abspielt. Ich kann nicht mehr, Alter. Man muss sich immer übertreffen. Wie ist das Video? Angry Chimps. Achso, nee, ich wollte mal anfangen, hier Musik, also die Musiktitel zu droppen. Henry. Aber das ist noch zu harmlos. One hour of monkey screaming. Der Affe, der ist noch nicht wütend genug. Der muss richtig wütend sein. Guck doch mal, der Affe hat Kopfhörer an. Und ihm ist kalt. Das ist so schön. Das ist wirklich schön. Was ist das Kindermännertag in der Bahn? Was? Ja. Ich werde jetzt die Straßenseite wechseln, weil das geht zu weit. Davon, Alter, nee, davon, nee. Das ist so hardcore als Story, aber das ist... nee, das ist einfach zu hardcore. Das kann man nicht mehr vertreten. Das zerbricht mir die Genderseele, wirklich. Alter, dann doch lieber Affengeräusche. Max, das sind keine Schafe, das sind Blumen. Auch nicht die hinten. Wo denn? Da kann sie nicht. Das sind keine Schafe. Nee, das sind wirklich keine Schafe. Aber die Musik kann man vertreten. Hey, ich kann deinen Arschloch riechen. Ich kann deinen Arschloch riechen. Ich kann dein Arschloch riechen. Möglichkeit zum Video, also der hat einfach nur ein Bild von einer Bratwurst hier drin. Möglichkeit zum YouTube-Video. Da rufe ich mal an. Ruhe! Yes, hello. Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige. Möglichkeit zum YouTube-Video. Das ist für eine Frau. Wie bitte? Das ist für eine Frau. Für ein was? Frau. Für eine Frau? No, this is not for Männer, this is for a Frau. Sie haben da ein Bild von einer Bratwurst inseriert? Ja. Yeah. Ach, also gehe ich jetzt davon aus, dass Sie ein YouTube-Video drehen wollen, wie Sie einer Dame die Bratwurst einführen wollen? Das ist ein Kochen. Ah, ich verstehe. Alter, was? Also wird die Scheidenbratwurst quasi als Rezeptur vorgestellt. Das ist nur Essen. Das ist ein Kochen. Ich habe die perfekte YouTuber-Scheide für Sie. Alles klar, kein Problem. Naja, also ich kenne mich ein bisschen mit YouTube aus. Ich habe ein S23, also wir können in 4K das Video aufnehmen. Ich würde Sie gerne unterstützen. Ich suche mit Ihnen gemeinsam die Frau. Das ist ein neuer Blog für eine Frau. Gucken. Ich werde mit Ihnen eine Bratwurstfrau für Ihr YouTube-Projekt finden. Junge, was? Ich glaube, der Mann wollte ficken. Ich komme nicht klar. Louis, hier will jemand eine Massage für eine nette Frau, steht hier. Du bist doch eine nette Frau. Jetzt sei mal so nett. Okay. Nett, doch, wir brauchen jemanden, der den Haken anbeißt. Es sind alles Fische in einem großen Teich. Ah doch, der geht dran. Na, Louis, du musst einfach nur sagen, schönen guten Sonntag. Ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige. Ja, hallo. Hallo. Schönen guten Sonntag, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige. Ich habe hier meine 18-jährige Cousine, die... Ach Mensch! Achso, nee, er hat einen... Das ist mein Scheißhäster.
Bitte sag doch was. Bitte. Nein! Kein Verlassen. So, endlich wieder zu Hause. Zu Hause bei meinen. Ja, bitte. Ja, guten, schönen guten Sonntag. Ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige. Sie bieten sich als Fotograf an? Ja, das bin ich. Ach so, okay. Ich dachte, Sie bieten sich nur an. Ja, ich mache Fotos. Das ist mein Job. Ah, ja, ne, ich wusste halt nicht, für welche Anzeige ich mich da entscheiden sollte, weil Sie haben gleich drei hintereinander reingestellt. Und ja, richtig, richtig. Drei Inserate, aber wenn Sie genau lesen, dann erkennen Sie, dass es sich da bei einem um ein Gesuch handelt und bei zwei Inseraten um ein Angebot. Ah, okay. Naja, heute ist Sonntag und ich bin da völlig überreizt. Ich hatte gar nicht die psychischen Kapazitäten, um in Ruhe zu lesen. Ja, das ist kein Problem. Nun haben Sie mich angerufen und jetzt wissen Sie Bescheid. Was haben Sie denn für einen Wunsch? Naja, also quasi wir leben hier in der Obhut des Schänders in einem Terrarium. Wir haben hier eine Kokosnussschüssel, Streu, also Kleintierstreu und richtiges Stroh. Und ja, wir hätten halt gern so eine, also der Schändler ist ja kein Makler vom Beruf her, deswegen hat er keine Ahnung, wie er jetzt das Terrarium hier hübsch einrichten soll. Und wir haben einfach so gedacht, sie machen Fotos von uns mit dem Terrarium als Hintergrund und dann gucken wir, was jetzt so hintergrundbildmäßig passt und dass wir das dann so einrichten können. Zum Beispiel der tropische Regenwald. Ja, tropischer Regenwald, ja, das ist sicherlich machbar, sage ich jetzt mal. Das Problem wird nur sein, sind Sie denn in meinem Einzugsbereich oder wo müsste ich mich hinbewegen? Nach Dresden. Am besten mit dem Flixbus. Dresden? Hm. Mit dem Flixbus? Na, was haben Sie denn für Vorstellungen? Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich mich in einen Flixbus setze, nach Dresden fahre, um Aufnahmen zu machen und dann nach Königs Wusterhausen zurückfahre. Naja. Ich glaube, ich setze mich in mein Auto, fahre nach Dresden, mache Aufnahmen und fahre dann wieder zurück. Na, damit hätte ich allerdings ein Problem. Sehen Sie, also, das wäre dann sicherlich nicht ganz in Ihrem finanziellen Rahmen. Ja. Und ich weiß auch nicht, was Sie für Vorstellungen haben, was Sie für einen Fotografen bezahlen, wenn Sie On-Location-Aufnahmen machen lassen. Professionelle Aufnahmen, da liegen Sie locker bei 400, 500, 600 Euro. Also als Gegenleistung können Sie hier ruhig eine Weile bei uns im Terrarium wohnen. Da habe ich aber ein ganz großes Problem, weil erstens ich mit Sicherheit nicht in einem Terrarium wohnen werde und zum Zweiten ein Problem damit habe, mich außerhalb meines häuslichen Bereichs aufzuhalten, wenn ich das nicht muss. Ja, das verstehen wir. Also das verstehen Sie. Okay. Ja, wir können also trotzdem gesagt, nicht. Wir können trotzdem. Ich kann Ihnen ein Angebot machen, wenn das also sich um eine Aufnahmeserie handelt, die jetzt keinen großen Aufwand erfordert. Das heißt, ich komme dahin, mache die Aufnahmen und dann ist die Sache im Kasten. Na, bei uns ist halt die Thematik, also der Schänder, der kann hier wirklich mit Problemen umgehen. Und wenn es, sofern sich schon ein geringstes Problem ankündigt, dann hat er schon die Reißleine gezogen. Der Schänder ist da sehr konsequent. Ja, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Das macht nichts. Es war trotzdem eine nette Unterhaltung, aber im Endeffekt ist mit dem Schänder nicht zu spaßen, denn der hat eine völlige Meise. Ja, das kann alles sein. Und wenn den halt was nie passt, dann zieht er jede Lösung in Betracht, um den Konflikt zu besänftigen. Ja, alles klar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke, das Gleiche. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Ich muss sagen, ihr macht euch bisher eigentlich ganz gut. Ja, ich wollte euch eigentlich verbrennen, aber
Ja, also wenn das weiterhin so funktioniert, dann sehe ich schon einen Grund, euch am Leben zu lassen. Vor allem dich. Und naja, aber sobald ihr irgendwas macht, was mir halt nicht passt, ne, dann ja, werde ich euch exekutieren. Aber alles gut, alles gut. Alles gut. Ihr braucht euch trotzdem keine Sorgen machen. Denn ich habe festes Vertrauen in euch. Nicht wahr?